finde es gut und sehr wichtig, dass sich junge Leute für den Klimaschutz engagieren. Auch die Stadt Preußisch-Oldendorf leistet heute schon ihren Beitrag. So haben wir städtische Dachflächen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen zur Verfügung gestellt und achten bei Neubauten schon heute darauf, dass diese so ausgerichtet werden, dass eine Photovoltaikanlage eine optimale Energieausbeute erzielt. Auch die Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein. Diesen gilt es zu fördern, sei es durch öffentliche Ladeinfrastruktur oder durch die Förderung der privaten Wallbox zu Hause. Auch der ÖPNV leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Hier mit dem Bahnhof in Bad Holzhausen, mit direktem Anschluss an das Oberzentrum Bielefeld, dem Park-and-Ride-Parkplatz und der direkten Busanbindung, aber auch der Möglichkeit einer Reaktivierung der Bahnstrecke Richtung Bohmte, die es definitiv weiter zu verfolgen gilt. Die Corona-Pandemie hat mir einmal mehr gezeigt, welche Vorteile es hat, im ländlichen Raum zu leben. Hier kennt man seinen Nachbarn noch und Hilfe bei der Kinderbetreuung oder beim Einkaufen ist unter Nachbarn noch eine Selbstverständlichkeit. Aber auch Herausforderungen sind mit der Corona-Pandemie verbunden. So hat die Breitbandversorgung in manchen Bereichen des Stadtgebietes nicht ausgereicht für Homeschooling oder für das Homeoffice, das viele genutzt haben. Daher muss diese Breitbandversorgung verbessert werden. Glasfaser bis in jeden Preußisch-Oldendorfer Haushalt ist dabei das Ziel, das wir angegangen sind und umsetzen werden. Auch die Digitalisierung der Stadtverwaltung ist ein weiteres Projekt, das die Angebote der Stadtverwaltung den Bürgerinnen und Bürgern bequem über das Internet von zu Hause ermöglichen soll. Die Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Preußisch-Oldendorf ist für die nächsten Jahre ein wichtiges Ziel. Dazu kann die Fortschreibung des ISEC im Stadtteil Bad Holzhausen und die Neuaufstellung im Bereich der Kernstadt von Preußisch-Oldendorf wichtige Impulse liefern. Die Verlagerung des Sportplatzes von der Grundschule an die Sekundarschule wird im Bereich der Pestalozzi-Straße eine neue Freifläche entstehen lassen, die es unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger für die Innenstadt weiterzuentwickeln gilt. Auch soll ein Allwetterplatz im Stadtgebiet von Preußisch-Oldendorf entstehen, der es den Vereinen zukünftig ermöglicht, auch in der schlechten Jahreszeit Punktspiele und Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten. Die Touristik ist ein weiteres wichtiges Standbein der Stadt Preußisch-Oldendorf. Mit dem Heilbad Bad Holzhausen und den beiden Luftkurorten gilt es, diese weiterzuentwickeln, um auch weiterhin für unsere Gäste so attraktiv zu bleiben, wie wir es heute sind.